Ja, Baldi. Ja, ja. Bold Gold, ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Du hättest auch auf die Richtung achten können. Außerdem habe ich gerade andere Probleme. Ja, ja. Gut so. Wenn ich gerade darüber nachdenke, wäre es vielleicht schlau gewesen, meinen Rucksack irgendwie zu füllen. Ja. Wir sind doch wahrscheinlich sowieso eine Weile unterwegs. Der Proviant hätte nicht gereicht. Ja. Wie lange? Keine Ahnung, 25 Tage? So oder so brauchen wir erstmal einen Unterschlupf und eine zuverlässige Lebensmittelquelle. Ich schlage vor, wir suchen ein Dorf. Dorfbewohner sollen sehr nett sein. Okay, okay, es lief nicht so wie geplant. Ja. Was ist, Bold Gold? Geht's dir nicht gut? Ja. Dann sollte ich morgen am besten mal beginnen, eine Unterkunft zu bauen. Das hat mir mein Vater beigebracht. Dort mache ich ein schönes, kuscheliges Bettchen. Wie wäre das? Ja, 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 ja. Super. Wenn ich fertig damit bin, mache ich mich auf, um die Gegend zu erkunden. Wenn es dir wieder gut geht, machen wir uns auf die Reise. Ja, ja. Ja, ja, ja. Wir werden die Basis nicht verlassen, Baldi. Guck mal hier, das ist ein Warp-Bock. Und das hier sind Warp-Seiten. Wenn wir eine Warp-Seite an einem bestimmten Ort benutzen und die Seite ins Buch legen, können wir jederzeit wieder dorthin, verstehst du? Ja, ja, ja. Natürlich habe ich zu Hause eine gesetzt. Und ich werde auch überall dort eine setzen, wo etwas passiert, das uns weiterhilft. Ja. Hungrig bist du jetzt auch noch. Naja, zu deinem Glück habe ich ein bisschen was beim Dorf mitgehen lassen. Wir brauchen aber trotzdem dauerhaft eine Lösung dagegen. Ich will nicht nochmal von diesem wütenden Mob gejagt werden. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Einen Bauernhof plündern. Manchmal hast du aber auch echt Ideen. Ich schlage vor, wir gründen lieber einen eigenen oder machen wenigstens eine kleine Farm. Ja, 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 ja. Wir können auch mit den Karotten beginnen, die ich geklaut habe. Ja, ja, ja. Wir haben keine andere Lösung, Borgold. Tut mir leid. Wenn wir irgendwo mal Kartoffeln und einen Herd finden, dann sag ich dir Bescheid, okay? Ja, 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 ja. Ich hab's dir gesagt, Borgold. Es tut mir leid, aber jetzt gerade haben wir leider andere Probleme. Ja, ja, ja. Gut, wir gehen das Rätsel noch einmal durch. Wenn die Uhr 3 schlägt, ist dein Herz von Liebe geprägt. Damit warst wahrscheinlich du gemeint. Ja. Wenn das oben die 7 beträgt, wird es mit einem Mal zersägt. Mit S wird wohl mein Herz gemeint sein. Das heißt, wenn das oben die 7 beträgt, passiert etwas Schreckliches. Das wollen wir vermeiden. Stellt sich die Frage, was zum Geier ist das Omen? Nyanya? Was hat das mit dem Duden zu tun? Nyanya. Definition Omen. Anzeichen, Vorbedeutung, Vorbote, Vorzeichen, bildungssprachlich Auspizium. So eine Art Anzeichen für etwas. Wahrscheinlich für das schreckliche Ereignis, wenn das Omen die 7 beträgt. Und wie finden wir das Omen? Und wie sieht es aus? Das war vorher aber noch nicht da, oder? Nyanya? Ich glaube, ich habe da eine Vermutung.